herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich wieder eine Flasche aus der neuen Pocono Distillery, und zwar den Discovery. Kostet bei whisky.de im Shopsystem 47,90 €, 43 Volumenprozente, nicht gefärbt. Und schauen Sie mal, was für eine wundervolle Farbe der hat. Ja, die Pocono Distillery ist eine neue Distillery aus Neuseeland, wurde dort 2019 gegründet auf der Nordinsel, eine Dreiviertelstunde Fahrt von Auckland nach Süden Richtung Berge. Und am Fuße der Berge liegt diese Brennerei, ja, geschützt, viel Wasser von den Bergen und, und. Also idealer Platz für die Brennerei, bloß keine Felder und kein Malz. Das beziehen sie von der Südinsel, von privat geführten Farmen dort, das Malz, und ja, sie legen Wert auf dieses Terroir und sie füllen sogar die Flaschen an der Brennerei dann selber ab. Dieser Whisky ist nun eine Mischung aus First Fill Ex-Bourbon-Fässern und First Fill Ex-Sherry-Fässern, und die teilen sich jetzt in Oloroso-Sherry-Fässer und in Pedro Jimenez-Sherry-Fässer auf. Und wenn man eine Brennerei neu gründet, hat man halt die Riesenchance, ja, frische Fässer zu nehmen. Wenn sie dann ein bisschen älter wird, dann fallen genügend Second Fill und Third Fill Fässer an. Da muss man sich überlegen, was man damit macht. Und wenn man anfängt, hat man die frischen, und dann kriegt man solche wundervollen Farben hin, relativ leicht. Und dieser Whisky ist jetzt nicht ein gefinischter. Nein, hier sind die Whiskys getrennt gereift worden in ihren entsprechenden Fässern bis zur entsprechenden Reife. Und dann gab es eine Verheiratung, so ein Marrying Period, eine Verheiratungszeit, in der sich dann der Geschmack harmonisiert und die, ja, die Substanzen, die Geschmackssubstanzen aus den Fässern sich miteinander kombinieren. Die Mischung passiert relativ schnell, da müsste man nur ein paar Tage warten und einmal umrühren oder zweimal umrühren. Aber bis sich der Geschmack harmonisiert, braucht es dann schon ein paar Monate. Und dann wurde an der Brennerei abgefüllt und wir bekommen hier diesen Whisky. Sie merken schon, ich fange schon an zu schwärmen. Ich habe den nämlich schon probiert. Ja, was soll man dazu sagen? Steht drauf Aotearoa vorne drauf. Und das ist der maorische Ausdruck für Neuseeland. Oder der am meisten akzeptierte Ausdruck für Neuseeland. Ja, da gibt es ein paar interne Überlegungen, wie man das Land nun nennen soll, um die Maoris hier an dieser Stelle entsprechend zu berücksichtigen. Ja. Schön in die Mitte. Die ist gerade so, die ist ganz schön heftig, diese Flasche, die ist durch die Wölbung, bringt aber diese wunderschöne Farbe. Ne? Vielleicht mal ein bisschen vortun, wieder heller, drück wieder ein bisschen dunkler. Machen wir so mittel. Ja, auf jeden Fall deutlich dunkler als der Origin und sofort als Sherry-Fass-Whisky zu erkennen. Und darunter ist so eine leichte, kühle Note nach Kirschen. Ja, nach Kirschen, dazu ein bisschen Zimt, ein bisschen dunkle Früchte, dunkle Schokolade, leichte Zitrusfrüchte, ja, mit einer gewissen Süße. Könnte aus dem Pedro Jimenez Sherry kommen. Und so in Summe ergibt sich ein Bild in meinem Kopf. Schwarzwälder Kirschtorte. Ja. Aber nicht die Schwarzwälder Kirschtorte hat durch den Geist, den man da reinfüllt, hat die immer noch so einen scharfen Alkoholton mit dabei. Zumindest der von meiner, die von meiner Großmutter. Die hat der nicht. Also hier riecht man nicht den Alkohol, die 43 Volumenprozente. Dazu ist der Whisky viel zu, ja, aromareich und kommt über diesen alkoholischen oder über eine eventuelle alkoholische Note locker drüber weg und verdeckt die. Ja, cheers. Er ist weich, schmeichelnd, ölig am Gaumen und dann setzt genauso wie bei dem Origin, ja, die Würzigkeit der Fässer ein. An dieser Stelle übernimmt aber dann eher die Süße, die Fruchtigkeit und die Süße und nicht so sehr die Schokolade mit einer zarten Bitterkeit wie beim Origin. Der ist hier also weitaus süffiger und angenehmer auf der Zunge. Die Zitrusfrüchte bleiben Zitrusfrüchte mit einer leichten süßen Note dabei, geht also nicht ins Grapefruit wie beim Origin. Ja, also der Gedanke an Schwarzwälder Kirschtorte lässt mich nicht los. Mal gucken, wo ich eine herbekomme.
Ja, tschüss. Für einen dreijährigen Whisky. Aber 1A. Super gemacht. Da sieht man, was eine Fassauswahl ausmacht. Hat man die frischen Fässer, geht's gleich besser. Wer hätte das gedacht? Ja, dazu schottisches Equipment, Potstills, klassische schottische Potstills mit einer starken Einschnürung für einen schönen, für eine saubere, ruhige Alkoholdampfsäule bei der Destillation. Also alles richtig gemacht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.